So, und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einem neuen kurzen Livestream, denn es ist heute was passiert, womit wahrscheinlich gar keiner gerechnet hat, also ich natürlich am wenigsten, aber es ist soweit, es ist ein neues Lotus DLC erschienen. Tatsächlich handelt es sich hierbei um Dresden 2000, welches aktuell jetzt auf Steam verfügbar ist. Für ganze 19,99 Euro. Und mit euch gemeinsam möchte ich mir hier diesen neuen DLC hier anschauen. Wenn ihr natürlich dazu Hintergrundinformationen braucht, dann findet ihr das Ganze natürlich hier rund auf Steam und alles sowas. Wir werden, wie gesagt, uns jetzt mal das Ganze mal so ein bisschen anschauen. Ich bin mal mega gespannt. Die Cargo-Tram ist die Tram, die jetzt mitgeliefert wird. Ne? Das ist hier dieses Schmuckstück hier, ne? Das ist halt so ein, ja, eigentlich mal ganz nett, mal nicht so wie die alle anderen. Aber hier hinten hätte ich noch so ein umgedrehtes Fahrzeug hier ranpacken können. Aber naja, gut, nächste Mal. Jedenfalls die Cargo-Tram, wie gesagt, mit Düsseldorf 2000, wie gesagt, 19,99 Euro kostet das Ganze. Ich linse mal so ein bisschen rein, was hier so drinne steht. Das Ganze kommt von Tram Düsseldorf und ja, Achtung, dieses Produkt befindet sich derzeit noch in Entwicklung. Es besteht aus drei Teilbereichen, welche zu jeder Zeit ein sehr gutes Spielerlebnis bietet. Zu Beginn ist der Preis entsprechend an den Inhalten angepasst und wird zukünftig erhöht. Mit der voranschreitenden Entwicklung des Hauptspiels werden die Funktionen kostenfrei integriert und mitgeliefert. Es gilt, dass nur einmal gezahlt werden muss, egal in welcher Phase sich das Addon befindet. Mit dem Kauf dieses Produkts sind alle Teilbereiche mit inbegriffen. Die Aufteilung ist wie folgt. Phase 1, die Cargo-Tram. Fahrzeug Cargo-Tram, Steuerwagen und Mittelwagen. Karte Cargo-Tram, Stammroute der Güterverkehrszentrum bis nach Bahnhof Mitte Maxstraße, Altmarkt, VW Manufaktur. Und zusätzliche Strecke über Schweriner Straße, Könneritzer Straße und Dr. Kühls Ring. Streckenlänge ist hier ca. 8 Kilometer. In der zweiten Phase haben wir den Halmring. Da kommt dann die Tatra T4D MS Triebwagen. Die Karte Linie 26 Teil 1 von Fetscherplatz, Leneplatz, Hauptbahnhof, Freiberger Straße, Bahnhof Neustadt. Ich hoffe, das ist okay. Streckenlänge auch nochmal ca. 8 Kilometer. Und in der dritten Phase gibt es dann den Tatra T4D MT, TB4D MT und den B4D MS. Karte Linie 26 komplett mit einer Streckenlänge von 10 Kilometer und so weiter und so fort. Futures für die Zukunft, fahrplanmäßiger KI-Verkehr auf den Straßenbahnlinien und im S-Bahn-Verkehr, Fahrpläne für die Jahre 1998 bis 2002 und weitere KI-Modelle. Soweit steht es jetzt hier aktuell da. So, steig ein und nimm Platz am Steuer für eine kleine Zeitreise nach Dresden in das Jahr 2000. In diesem Addon wartet die Dresdner Innenstadt mit ihrem bunten Mischung aus prunkvollen Bauwerken sowie deplatziert wirkende DDR-Bauten auf. Erlebbar aus der Perspektive des Straßenbahnfahrers einer Dresdner Straßenbahn. Dabei handelt es sich nicht um irgendeine Straßenbahn. Zu Beginn steht die Cargo-Tram für euch bereit auf ihrer Strecke, beginnend am Güterverkehrszentrum in Friedrichstadt zu gläserner Manufaktur. Tatsächlich benötigt es mittlerweile eine Simulation, um diese Fahrten wieder zum Leben zu erwecken. Die Cargo-Tram verkehrt im Dezember 2020 zum wohl letzten Mal auf ihrer Route. Weiterhin soll mit diesem Addon den Tatra Straßenbahn aus Prag ein Andenken gesetzt werden. Im Jahr 2000 fuhren die T4D noch in großer Zahl durch die Dresdner Landeshauptstadt. Auf der ebenso bereits eingestellten Linie 26 könnt ihr den Umbruch in der Nachwendezeit erleben. Hierbei führt euch die Fahrt auf eine unechten Ringlinie von Johannstadt vorbei an der gläserne Manufaktur, dem Rudolf-Habig-Stadion, weiter zum Hauptbahnhof, dem sogenannten 26er-Ring, entlang wieder nach Johannstadt. Wie der Name 26er-Ring vermuten lässt, ist dieser Ring um die Altstadt Dresdens nach der Straßenbahnlinie bekannt. Schade, dass sie heute nicht mehr fährt. So steht es aktuell wie auf Steam. So, und das wollen wir uns jetzt dementsprechend angucken. Dementsprechend, ja, steigt mit ein. Wie gesagt, wahrscheinlich wird jetzt hier noch nicht allzu viel drin sein. Ja, es ist aber so eine Sache so. Ich weiß immer nicht, was ich davon halten soll. Das ist halt das Problem, wenn jetzt zum Beispiel so DLCs rauskommen, die noch gar nicht fertig sind.
Ich meine, davon haben wir da jetzt schon. Also München wird ja wahrscheinlich sowieso nie fertig werden. Ne? Das ist abgesichert, das Projekt. Wir haben Düsseldorf. Ja? Lotus an sich ist selbst auch noch nicht fertig. Aber ist es denn so sinnvoll, denn DLCs jetzt schon zu verkaufen, wenn jetzt so zum Beispiel die Strecke an sich noch nicht mal fertig ist? Ich meine, wenn die Strecke an sich fertig wäre, dann wäre das ja okay, wenn man denn so nach und nach dann die ganzen Funktionen einführt, die zum Beispiel halt Lotus denn neu mit sich bringt. Denn, wie zum Beispiel Fahrpläne, KI-Verkehr und sonst irgendwie was. Aber wenn die Karte an sich noch nicht mal fertig ist, macht es denn halt wirklich Sinn, das Ganze dementsprechend jetzt schon zu verkaufen? Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben. Begrüße natürlich erstmal den Chat, den Not Me, den Jenny oder die Jenny Schönherr, Benjamin, Luca Nator, Christoph Scheuner, Pascal Schulz und der Marc. Er schreibt gerade, die Straßenbahn fährt immer noch. Oh, das kann sein. Wie gesagt, ich kenne mich leider in Dresden nicht aus, aber so steht es jetzt aktuell da. Ne? So, sonst haben wir hier soweit das ganze Cockpit. Ja, das ist hier eigentlich ganz nett gemacht hier. Oh, man kann sogar die Tür öffnen. Oh, nice. Ja, nett. Spielerlitz, ja, dass das Ganze schon mal funktioniert. Auch das Fazit, das sieht halt auch noch nicht so fertig aus. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich kenne mich hier leider nicht aus, ne? Von daher kann ich da jetzt absolut nichts sagen. Wahrscheinlich ist das DLC wegen Tramsim in München veröffentlicht worden. Meinst du? Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, fährt sie. Die beiden Cargo-Trams stehen im Betriebshof Drachenberge. Ich arbeite ja bei der DVB als Azubi. Ah, okay. Moin, Hüsekraft, grüß dich. Nee, hätte das nicht gekauft. Grüß dich nur. Kommt morgen ÖPNV ist, aber selbstverständlich, Leute. So, okay, wir fahren mal ein Stück und werden uns jetzt mal so das Stück Geschichte angucken. Wie gesagt, ich weiß nicht, was alles drinsteckt. Wichtig ist mir auf jeden Fall hier auf so eine Sachen hier zu achten. Dieses Ganze hübsch gebaut haben. Ja, wir werden natürlich keine Fahrgäste einsteigen. Na, also, wie gesagt, auch die Fahrzeuge. Hier sind zum Beispiel hier, ne? So sind die ganzen Fehler hier und alles sowas halt noch, ne? Splines-Überlappung. Die Bremse war ordentlich. Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, geht es weiter mit Bussen? Gar nicht mehr. Ich habe das Projekt erstmal abgebrochen. Weil da sind mir auf der Konsole viel zu viele Fehler drin. Wo gibt's das Add-on zu kaufen? Auf Steam. Die Bahnen sind 60 Meter lang. Wenn sie beladen sind, wiegen die 160 Tonnen. Und wenn die komplett voll waren, bis zu 240 Tonnen. Eieiei, wirklich. Ja, wie gesagt, also ist ja noch möglich, ne? Du kannst da hinten noch was ranhängen. Ich habe jetzt das erstmal nur so gemacht, weil ich dachte, das ist okay hier. Sind das reale Gebäude hier? Eieiei, das muss schwer sein zu bauen, ja. Aber auch die Texturen, ne? Das sind keine Fototexturen, ne? Das sind hier so ein bisschen selbst irgendwie kreiert. Aber das ist okay, finde ich. Ja, also. Ich mag ja mal so dieses Gucken halt, ne? Also da bin ich ja voll dafür. Ja? So gucken, ne? Also das sind hier auf jeden Fall keine Fototexturen, einfach so aufgenommen oder sowas. Das ist halt alles wirklich selbst gemacht. Ah, auch eine interessante Idee, okay. Ja. Wie gesagt, ich kenne mich jetzt in Dresden leider nicht so aus, von daher, wie gesagt, also wenn ihr zum Beispiel Gebäude wiedererkennt oder sowas, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Genau, das wollte ich mir auch noch angucken hier. Was steht da? Teppich? PVC-Teppiche und sonst irgendwas. Aber die Gebäude sind hier auch relativ oft platziert hier, ne? Hier, die hier. Ah, da möchte man ja auch nicht drin wohnen, oder? Mal ganz ehrlich. Machen wir mal weiter.
Ist ein Hotel, okay. Mit 15 über die Weichen. Ah, okay. Es sieht aber schick aus. Wollen wir mal lassen. So, gibt es wieder was Neues zu erkunden. Ja. Eieiei. Das sieht nice aus. Super schick hier. Ah, hier hast du eine Unterführung wahrscheinlich hier für die Kreuzung hin, damit du dann hier unten so durchlaufen kannst und dann wieder rauskommst. Schick. Ja, hier auch. Ja, genau. Das ist voll hübsch. Naja, ich gehe mal davon aus, dass das alles noch wahrscheinlich dann ausgetauscht wird, wenn es denn soweit ist. Denn. Man darf ja auch nicht vergessen, ne, wenn das Fahrzeug jetzt halt wirklich steht, ne, dann kannst du da jetzt ja keine Sounds mehr aufnehmen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Da musst du jetzt wahrscheinlich warten, bis die mal dann wieder so, weiß ich, eine Art Museumsfahrt irgendwie macht, ne, dass du dann da wahrscheinlich dann mal da mal mitfährst und dann die Sounds aufnimmst. Das ist schon schön. Ist auf jeden Fall noch relativ günstig, ne? Wie gesagt, halt mit 20 Euro wohl das günstigste DLC aktuell, ja, was man bekommt. Wie gesagt, alle Updates oder sowas sind halt wieder inbegriffen, ne? Ist alles mit dabei. Also schon eine nette Sache. Also wenn ihr das jetzt kauft, bezahlt ihr jetzt halt weniger, als wenn ihr jetzt zum Beispiel das Ganze erst in einem Jahr kauft, dann bezahlt ihr halt mehr. Das ist aber so diese Sache mit Early Access und alles sowas. Deswegen ja auch die Frage, lohnt es sich, ja, das jetzt zu kaufen? Ich denke, ja, es lohnt sich jetzt zu kaufen, weil, wie gesagt, es wird ja auch irgendwann mal fertig. Denn du hast so einen Reihenfall, wie das halt mit München passiert. Ja, hofft man ja dann dementsprechend ja dann nicht. Denn, ich fahre jetzt hier richtig. Mit 15 habt ihr gesagt. Ui. Laufen sie einfach rüber. Nett. Omsi ist Omsi. So, die Map für Lotus ist mit dabei. Wir sind jetzt am... Oh Gott, Pinarischen Platz Stadtmuseum. Dafür gibt es leider nicht mehr, aber das große Haus schon, das sollte mal abgerissen werden, aber die Mieter haben sich gewehrt. Ah, okay. Na, nett. Aber Straßenbahn fährt dann noch, ja, also. Nicht, dass da jetzt zum Beispiel auch keine Straßenbahn mehr existiert oder irgendwie sowas. What? Dresden ist doch nicht draußen oder etwa doch? Klar, ist draußen. Für 20 Euro kannst du den auf Steam kaufen. Deswegen gucken wir uns das ja Ganze an hier gerade. Spannend. So, ich glaube, wir haben hier irgendwie was kaputt gemacht. Irgendwas kaputt getriggert. Ah, nee, jetzt. Okay. Schauen wir mal. Genau hier sehen wir. Oh, das sind aber auch immer so Namen. Pirneischer Platz. Görbitz, Weinbohler und Leuteritz. Ah, das erinnert mich dann schon wieder echt an diese Omsi-Karte. Wir hatten noch mal vor, boah, ich glaube, das ist jetzt bestimmt schon ein Jahr her, hatten wir uns doch Dresden in Omsi angeguckt. Das war eine geile Karte gewesen. Die hat Spaß gemacht.
die Straßenbahn fährt manchmal noch. Ja, genau. Und dann musst du halt dann auch wirklich den Punkt dann irgendwie finden, um dann halt den Zaun halt richtig aufzunehmen. Du fährst richtig, alles gut. Die nächste Haltestelle ist der Altmarkt und dann kommt der Postplatz. Ich glaube, es ist sogar noch der alte Postplatz. Aber die Straßenbahnen fahren immer noch wie zuvor dort lang. Oh, okay. Na, dann fahren wir hier. Also im Linienbetrieb halt. Okay. Dann fahren wir weiter. Fahren wir weiter. Aber die Map, der Multiplayer hat die Map noch nicht, oder? Weiß ich nicht, das kann man gleich mal gucken, denn. Weil wirklich viel fahren ist ja hier nicht. Ist ja halt noch zu wenig Content dabei. Also ein riesiger Parkplatz hier. Aber hier sind auch noch alte Straßenbahnschienen. Sowas mag ich denn immer, weißt du, wenn immer noch so ein Stück Geschichte denn irgendwie noch immer mit da drin ist hier und alles was. Aber auch die ganzen Gebäude, muss man wirklich sagen, da hat man sich richtig Mühe gegeben. Guck dir das doch mal an. Das sieht voll hübsch aus, das Gebäude hier. Das hat was, ja. Also das hat schon was. Dresden, ja. Wie gesagt, ich wusste, dass dieses Projekt halt in Mache ist. Ich wusste ja, also wir haben ja auch schon öfters mal davon in den ÖPNV-News immer so berichtet. Aber dass es jetzt, wie gesagt, heute halt erscheint oder jetzt erschienen ist halt, ne? Das ist total an uns vorbeigezogen. Na hallo, was sehen meine trüben Augen denn da? Hallo, der Dagewelt, Dresden 2000, deine Augen trügen dich nicht hier. Aber wie gesagt, also finde ich voll hübsch hier. Also diese Gebäude, die könnte ich, also das ist Wahnsinnsarbeit. Das ist ja auch das, was halt immer so mega lange dauert, ja. Wenn du zum Beispiel so richtig schöne Karten machen willst und mit eigenen Objekten und alles sowas, ja, diese Gebäude, ja, die dauern Ewigkeiten. So, den Parkplatz gibt es nicht. Oh, gibt es nicht oder existiert? Der Parkplatz existiert nicht mehr. Da steht immer der Striezelmarkt. Ah, okay. Also eigentlich jetzt so ein riesiger leerer Platz jetzt praktisch, ja. Wo du jetzt stehst, fahren die Linien 1, 2 und 4 lang. Die 1 nach Leutewitz, die 2 nach Görbitz. Da fahren bald unsere neuen Trams drauf. Und die 4 nach Weinböhler. Okay. Eisbären 10, grüß dich. Kann ich die Objekte von Elons für meine eigene Karte verwenden? Ja, kannst du machen. Allerdings müssen denn, wenn du deine Karte veröffentlichst, halt auch die Leute diese DLCs dann halt besitzen, denn halt, ne? Du kannst sie halt praktisch nicht, also mit hochladen. Das geht nicht. Aber benutzen kannst du sie. Nice, guck dir doch mal. Wollte ich jetzt hier lang fahren? Ich weiß nicht. Waren wir jetzt gerade ein bisschen zügig unterwegs? So. Mann, hier gibt es aber auch viel zu entdecken. Also, ich lese gerade. Also ich muss sagen, es ist echt 1:1 wie Dresden im Jahr 2000, aber die Zeit hat sich extrem viel geändert in der Stadt. Das ist cool. Ich finde die Performance, ja, also die ist, na klar, wie gesagt, die ist jetzt halt noch nicht vollständig ausgebaut, ne? Aber ich meine, ist Düsseldorf halt auch nicht, aber hier ist die Performance halt so übelst flüssig. Na, Servus Bio, hä? Noah, grüß dich. Welche Karte? Das ist Dresden 2000. Das ist der Altmarkt. Hier jetzt, das ist der Altmarkt.
Ah ja, na wie gesagt, wir gucken uns jetzt alles mal so ein bisschen an. So, ne? Dafür sind wir ja da. So, haben wir hier ein paar kleine Gebäude. Hier hinten so schöne Plattenbauten halt, großartig. Da weißt du schon, da wohnt das arme Volk. Parkplätze hier. Achso, hier hast du praktisch eine Wendeschleife drin. Okay, hier kannst du. Was fährt denn hier lang? Oder mal irgendwie was? So, sieht aus wie so Stadtbahn oder irgendwie sowas. Aber es muss auch Straßenbahn sein. Wo sind wir denn hier? Was ist das? Das ist der, ach, der Dr. Külzring ist das. Das war jetzt auch schon befahrbar, ne? Es ist verdammt hübsch gebaut, also. Das hat doch aber jetzt nicht Tram Düsseldorf gebaut, oder? Nee, das ist der Postplatz. Okay, vorhin der große Platz mit dem Parkplatz drauf. Ach so, okay. Sieht jetzt komplett anders aus. Da kennst du nichts mehr von dem alten Postplatz. Okay. Der Nightbot ist schon Rentner. Der braucht immer etwas länger, bis der aktuell ist. Ja, ich habe das nur gesehen, dass es da ist. Ich war halt gerade auch noch in Aufnahmen gewesen, wo ich es dann mitbekommen habe. Nightbot muss gesperrt werden. Er lügt schon wieder. Dresden ist alles Straßenbahn. Ja, der sein können, dass sie vielleicht auch Stadtbahn haben oder irgendwie sowas. Ne? Aber so an sich, ja. Da hinten geht es aber noch weiter, ne? Wir können da noch weiterfahren. So, also hier, der Platz hat sich hier komplett verändert, ja. Das ist alles nicht mehr so, wie es ist. Das ist ja dann eine absolute Nostalgiezeit, denn, ne? Für Leute, die dann, weiß ich, so 2000er gewohnt haben oder sowas. In Dresden. Guck doch mal, guck doch mal. Das ist extrem gut gemacht. Laut Steam hat es Tram Düsseldorf. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es Tram Düsseldorf war. Die können doch jetzt nicht zwei Karten haben, oder? Oder doch? Wie viele Karten für Lotto Simulator sind neu? Ist das die einzige oder gibt es ein paar andere? Na, das ist jetzt die, die heute erschienen ist, jetzt praktisch, ne? Also neben Düsseldorf und München, die du ja aktuell hast. Hatte selber in Dresden gewohnt. Ist genau meine Gegend. Na, dann T-Tower, dann wird es ja wahrscheinlich ein absolutes Ding für die Sendung, ne? Schaut euch sonst gerne zu, aber Lotus ist bei mir unten durch. Schönen Abend noch. Na, bis heute Abend, Manfred. Wir zocken nachher noch Railroads online, falls du Bock hast. Das ist der Zwinger. Also jetzt das Zwinger, also jetzt hier mit Männlein und Weiblein, oder? Man muss ja fragen, ne? Kommt vielleicht später noch eine Tour auf Düsseldorf? Wer für den Multiplayer dabei? Nee, 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 nee. Es geht hier halt wirklich bloß, wir wollen uns bloß die Karte angucken. So, wir fahren mal jetzt weiter. Es sieht richtig cool aus. Ja, finde ich auch. Müssen wir leider durchfahren. Hier staut sich ein bisschen. Hier die Abbiegerspur hier. Ah, okay. Kommt die KI wieder nicht klar hier? Zum Zwingerteich. Wirklich, ja. Statt jetzt wirklich zum Zwingerteich, ja. Ja, zum Zwingerteich. Ich fährt die 11 und die 82. Jetzt der Postplatz und es ist auch. Ich weiß, dass gerade nicht zum Thema passt, aber gibt es schon neue Informationen wegen dem Mod von Simon für den BRTC2? Nicht, dass ich wüsste. Das sieht richtig cool aus. Ist echt gut gemacht, muss ich sagen. Hab
aber kein Lotus. Ja, ich würde auch, muss ich ganz ehrlich sagen, warte lieber noch ein bisschen. Warte, bis die Karte fertig ist. Die Karte rennt jetzt nicht mehr weg. Jetzt ist sie ja offiziell, ist sie jetzt ja draußen. Ja, also es kann halt bloß noch sowas passieren wie jetzt mit München. Dass das Projekt einfach abgesägt wird. Ja, dass die Gefahr ist an Early Access. Aber wenn sie jetzt eigentlich schon so gut wie veröffentlicht ist, dann wird da jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten bestimmt irgendwas passieren, dass die Karte irgendwann mal fertig wird. Aber jetzt, nur deswegen jetzt so praktisch das zu kaufen, ich glaube, das ist zu früh. So, wir fahren mal jetzt hier links rum, okay. Ah, schon gestellt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, gefällt mir besser als Düsseldorf. Nichts gegen Düsseldorf an sich so, aber ich finde, das hat hier so übelsten Charme hier. Aber wenn es ja sowieso ein und der gleiche Entwickler ist, dann ist es sowieso wurscht. So. Ey, ich freue mich schon so auf Hamburg. Mann, Maxstraße. Wie, was ist das eigentlich für eine Straßenbahn, mit der du fährst? Das ist die Cargo Tram, die mitgeliefert wird. Eigentlich eine coole Idee, eigentlich. Ja? Du musst ja nicht immer nur LKWs, du kannst ja auch Straßenbahnen mal so einsetzen, so für Transporte von A nach B. Ja, also, meine Meinung. Ja, aber noch halt relativ viele Lücken. Und das ist halt immer so die Sache. Also, wo ich dann immer so. Hätte man nicht vielleicht noch ein bisschen warten sollen, bis das halt fertig ist? Die Signale habe ich schon lange nicht mehr gesehen mit den Punkten. Mann! Mal diese Brückenunterführung an. Das ist auch voll hübsch. Ja, die KI fährt wieder durch. Ach komm, jetzt kannst du sogar aufmachen. Ja, das ist ja auch cool. Nee, hier hinten kannst du nicht, scheinbar. Oder? Nee, jetzt bin ich gerade beim Trennsimulator. Hallo Playlyway, grüß dich. Ich werde dann auch gleich mal in eine Runde drehen. Bei uns in Wien gibt es nur Punktsignale, als ob die bei euch zu alt geht. Ja, aber du siehst sie halt kaum noch, ja? Das wollte ich damit sagen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich auch kaum noch mit der Straßenbahn irgendwo unterwegs bin halt, ne? Das ist jetzt. Tell, du hast keine Straßenbahn. Ist euer Discord-Platz? Die anderen Channels sind nicht mehr da. Muss ich jetzt passen? Weiß ich jetzt nicht. Was haben wir denn da Interessantes? Was ist das denn? Was bist du? Das ist die Großmarkthalle. Okay. Ach hier, guck mal, hier fährt sogar. Achso, nee. Na doch, irgendwie fährt hier eine Straßenbahn rein, nur jetzt aktuell nicht. Was ist denn das da? Warum ist hier so eine blaue Lampe? Was ist das? Ist das jetzt so ein Fehler oder?
Sehr nett. Das ist die alte Markthalle. Heutzutage ist Poco drin. Ah, okay. Bietet sich an, der ist extrem groß. So, was sagst du zu verkürzen in N70, die in Tramsum Wien kommen wird? Ja, weiß ich nicht. Mit Tramsum habe ich leider nichts mehr am Hut. Und Face Gamer IP, grüß dich. Schon wieder Auto kaputt. Hobby, es ist draußen. Du kannst es dir jetzt schon kaufen. Es ist auf Steam verfügbar. Für 20 Deloilo kann man sich das jetzt kaufen. Hallo, der entspannte Gamer. Grüß dich. So. Jetzt braucht man nur noch so eine richtige Straßenbahn hier. Aber es ist sehr hübsch geworden. Ich bin mal gespannt, was sie mit diesen Werbedinger da machen. Genau, es kam ohne Ankündigung raus. Die Tatra T3D wäre genial auf der Strecke. Aber ich muss wirklich sagen, ist extrem hübsch gebaut, ja. Klar, du hast jetzt auf jeden Fall noch viele leere Flächen. Man muss jetzt, wie gesagt, zeigt sich dann so in den nächsten Monaten, wie es jetzt hier auf jeden Fall weitergeht. Okay. Ja. Hui, sieht das schick aus. Nicht so künstlich wie beim Konkurrenzprodukt. Nee, wer das andere liebt hat, wird dabei bleiben oder beide. Aber Dresden und dann mit richtigen Straßenbahnen. Ja, ne, das wäre schon nice. Dies wäre schon nice. Aber ich hätte gedacht, dass ich es nur verpasst habe, dass Dresden heute erscheint. Ja, nee.
Ich finde halt diese Welt halt in Lotus halt immer noch so totenstill. Warum schaffen die das denn nicht mal so KI-Sounds hier praktisch reinzumachen? Kann mir nicht vorstellen, dass es so schwierig ist. Sind wir hier in irgendeine Halle gefahren? Interessant. Naja, schaut's doch schon mal ganz gut aus, halt, ja. Also. Oder die Waldfee. Wir gucken mal jetzt noch. Wie gesagt, oh, da wollte doch der. Nee, wir wissen, ob das Ganze mit dem Multiplayer funktioniert. Das habe ich versehentlich das Spiel ausgemacht. Aber ist nicht so schlimm. Ist gleich wieder da. Nee, wollen wir nicht. So, schauen wir mal. Mehr Spieler. So, wollen wir mal Spiel erstellen. Karte auswählen. Doch, guck mal hier. Dresden 2000 hat einen Multiplayer-Modus. Also ihr könnt das sogar, wenn ihr wolltet, jetzt mal mit Freunden zusammen spielen. Ja, das ist eigentlich eine coole Sache. So, ÖPNV. So, erlaubte Fahrzeuge konfigurieren. Eine Arbeitslore. Cargo-Tram. Hey Janis, grüß dich. Komm, ich nehme die Christkindl drin. Ah, großartig. Ich würde mitspielen, aber kein Geld dafür. Ich würde es jetzt auch nur mal jetzt zeigen, dass es ja jetzt halt funktioniert. Ja, also wie gesagt, mal gucken. Vielleicht zeigt er ja irgendein Spiel an. Nö. Wow, es ist immer so übelst brechend voll, wie viele Leute hier tatsächlich Lotus im Multiplayer spielen. Das ist der Wahnsinn. Aber nee, aber wie gesagt, also die Karte funktioniert. Ja, ne, wir können sie halt praktisch auswählen. Damit ist sie dann halt funktionsfähig für den Multiplayer. Ja, schon interessant. Müsste man nicht, dann muss mal wahrscheinlich dann mal auf der Website gucken von Lotus. Da gibt es ein richtiges, also ein richtiges Liniennetz. Warte mal, ich guck mal nach. Lotus Dresden 2000. Hier, da sehen wir nämlich, dass das Ganze nämlich von dem Florian nämlich gebaut wird. Das finde ich halt so faszinierend. Ja. Da haben wir hier dann zum Beispiel GVZ, Bahnhof Mitte, Postplatz, Pirneischer Platz und VW-Werk. Also wie gesagt, das ist jetzt aktuell verfügbar. Wie gesagt, das könnt ihr euch kaufen. Und hier sehen wir auch nochmal so ein bisschen was Bereich 1, Bereich 2. Ist das jetzt schon alles fahrbar oder das soll kommen, ne? Ach so, ah, ja, jetzt kann ich mich wieder daran erinnern. Das war ja das Ding gewesen.
Musst du dafür jetzt immer noch extra Geld bezahlen? Nee, ne? Bereich 1 plus Cargotram 15 Euro. Bereich 1 plus 2 plus Cargotram 20 Euro. Bereich 1, 2, 3 19 Euro. Und so weiter. Gesamt 41. Ja, ist auf jeden Fall mega, mega interessant. Das war hier so eine ganz, ganz komische Preispolitik gewesen. Aber wie gesagt, mich persönlich soll es jetzt nicht stören. Ich fand es bis jetzt extrem hübsch gemacht. Aber wie gesagt, dass das Ganze jetzt, jetzt heute erschienen ist. Letzte Beitrag ist nämlich vom 3. Juli. Und ja, ist natürlich denn schon interessant, dass das Ganze dementsprechend halt so von jetzt auf gleich praktisch da ist. Es kostet 20 Euro. 20 Euro kostet das Ganze. Ja. Wir können es aber, wie gesagt, hier, ne, Dresden im Jahr 2000. Dann können wir hier auswählen. Innengleis. Was ist so ein VW Manufaktur? Waren wir jetzt hier überall? Webergasse, Güterverkehr. Komm, wir gucken uns mal das Ganze noch an. Kann man das jetzt Wagen umkehren? So. Schauen wir da nochmal rein. Wie gesagt, ist jetzt auch nicht allzu langer Stream. Wie gesagt, mir ging es jetzt einfach nur mal so ums Zeigen, Vorstellen und so weiter und so fort. Heute Abend, wie gesagt, machen wir auch nochmal einen Livestream. Da kommt dann Railroads Online. Spontan morgen frei bekommen habe. Und dann wird es da bestimmt auch wieder viele, viele Stunden dauern. Aber wie gesagt, ich war halt ein bisschen überrascht, dass Dresden, wie gesagt, heute rauskam. Und um euch das natürlich vorzustellen, ne, weil es ist ja nun mal so unser Part hier, so, ne? Mit Lotus. Ja, cool, guck mal hier. Genau so muss das. Ach so, dann fährst du jetzt hier praktisch raus, ja? Hier waren wir noch gar nicht. Boah. Also diese Gleisanlage ist... Ach doch, ja. Wir haben hier gestartet. Normalerweise, also wenn du den ersten Startpunkt auswählst, startest du nämlich hier an der Haltestelle Straßburger Platz. Ah, okay. Jetzt fahren wir das Ganze so, wenn wir das Ganze jetzt praktisch so rumfahren. Ja gut, brauchen wir uns ja jetzt dementsprechend dann nicht nochmal angucken. Ich dachte jetzt, ist jetzt vielleicht nochmal ein Abschnitt, den wir vielleicht jetzt gerade nicht gesehen haben. Aber naja gut, ihr könnt ja gerne mal schreiben, was euch so, ob es euch so gefallen hat oder wie gesagt auch mal so die Meinung, einfach so dieses ganze frühe Veröffentlichen von Karten, dafür Geld zu verlangen, ist das eine gute Entscheidung, schlechte Entscheidung? Wie gesagt, all das könnt ihr mal gerne denn in die Kommentare denn da lassen, denn wie gesagt, das Stream bleibt auch online, ne? Also es bleibt gespeichert, falls ihr euch das Ganze dann nochmal angucken wollt oder sonst irgendwas. Also ich finde es ganz ehrlich, meine erste Meinung ist sehr, sehr nice, ja, also ich mag das. Wie gesagt, Düsseldorf bin ich jetzt gar nicht so ein großer Fan von, ja? Ich mag die Stadt halt einfach nicht, frag mich nicht warum, aber hier, das ist schon extrem schick so und alles was, ne? Also Dresden, ne, ist ja eigentlich auch eine schöne Stadt, so im Großen und Ganzen. Aber wie gesagt, da sind die Geschmäcker verschieden. Aber wie gesagt, auch die Performance hier ist super flüssig. Musst du mal gucken, wie sich das jetzt ausschaut, wenn es denn halt wirklich denn da ist und alles was, also wenn es dann richtig fertig ist, wenn hier noch mehr Objekte drin sind und KI-Verkehr und so weiter und so fort. Da muss man dann ebenfalls nochmal ein bisschen gucken. Aber so im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall ganz nett, wie gesagt. Und wenn ihr Bock habt, wie gesagt, Multiplayer-Modus ist verfügbar. Könnt ihr schon mit Freunden zusammen irgendwie zusammenspielen. Das ist noch eine ganz coole Sache. Bio, noch eine Sache. Warum sind auf dem Discord von dir die Channel weg? Ich glaube, da gibt es irgendein Problem. Phasis wird da bestimmt wieder irgendwas
eingestellt haben. Ich werde da mal nachfragen bei Phasus, weil du bist jetzt nicht der Erste, der das schreibt. Das gibt jetzt ein paar, die jetzt da scheinbar irgendwie Probleme haben. Sind sie pünktlich fertig geworden zum Weihnachtsgeschäft? Naja, fertig geworden nicht, aber sie sind pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Ja, muss man halt einfach sagen, wie es ist halt, ne? Dafür sind halt einfach noch zu viele leere Stellen da. Aber naja, gut, Leute, ich will es jetzt gar nicht hier noch so in die Länge machen. Wir haben es uns jetzt angeguckt. Dresden 2000, wie gesagt, auf Steam jetzt aktuell verfügbar für 19,90 €. Aktuell das günstigste Add-on, welches jetzt gerade existiert für den Lotto-Simulator. Wie gesagt, guckt euch das Ganze dann nochmal an. Da werdet ihr, da steht auch nochmal alles drin, was ihr dann bekommt, ja, wenn ihr das Ganze jetzt kauft. Was ihr denn auch im Zuge dann bekommt, wenn das Ding dann irgendwann mal fertig ist. Und wie gesagt, Early Access sowieso immer vorsichtig. 20 € können auch ganz schnell mal einfach mal so verschwinden. Ne? Dann ist das Ding einfach mal weg. Also von daher müssen wir jetzt auch hier die Daumen drücken, dass es wird. Zumal, wie gesagt, sie jetzt ja scheinbar zwei Projekte haben mit Tram Düsseldorf. Ja? Und jetzt hier auch, ne? Dresden 2000. Also von daher, ja, yeah, mal gucken. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, heute Abend Railroads Online, so ab 20 Uhr legen wir hier wieder los und dann gibt es noch mal ein paar Stündchen da oben drauf und freue ich mich natürlich, wenn ihr auch da wieder einschaltet. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und nicht vergessen, lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Bis dahin, danke fürs Zugucken. Tschüss.